Über 16. Konzentration. Mein Gott, Copyright Music. Ah, schauen wir mal. HP 15. Bin gespannt. So, das war's. Erstes Suikun, das ich gefangen habe, 96%. Kann ich mich echt nicht beschweren. Direkt erster Ball gefangen. Eigentlich hatte ich was anderes vor. Und zwar im Video davor, gestern, habe ich Suikun. Übrigens, falls ihr euch wundert, falls das nicht ganz klar war, nein, ich bin nicht geflohen. Ich habe dann noch versucht, den zu fangen, aber wir waren halt unterwegs und ich habe nicht mehr ganz konzentriert geworfen. Alles war hektisch. Nicht die Zeit und Geduld gab, um auf Excellent zu gehen. Was mich auch auf das Thema von heute bringt. Und zwar wollte ich eigentlich, weil gestern in den Kommentaren habe ich was Interessantes Neues erfahren. Und zwar mit dem Trick, ihr wisst, von Prodigy's Nation. Warten, bis der Kreis klein wird und dann, wenn er angreift, dann werfen. Dann wird es halt meistens excellent, wenn nicht, dann zumindest great. Und was ich gestern neu erfahren habe, ist, nachdem, also wenn man das gemacht hat und excellent geworfen hat und er zum Beispiel ausbricht, dann muss ich den Kreis zum Beispiel nicht nochmal neu anpassen, sondern der bleibt dann so klein. Sprich, ich kann einfach nochmal werfen, was ziemlich gut ist, spart eine Menge Zeit. Ich habe das bisher nicht so oft gemacht, weil ich sehr ungeduldig bin und zwecks aufnehmen und sowas, je kürzer, desto besser. Nur in manchen Fällen habe ich das halt gemacht, wenn ich Bock drauf hatte oder wenn ich Zeit hatte. Aber jetzt, das ist auf jeden Fall ein nützlicher Tipp, den ich selber noch nicht wusste. Also für alle, die es noch nicht wussten, hoffentlich hilft das euch auch. Und spart auf jeden Fall eine Menge Zeit. Und das wollte ich euch eigentlich in dem Video heute zeigen, aber der ist direkt beim ersten Ball drin geblieben. Also vielleicht beim nächsten Mal. Ansonsten gibt es für heute echt nicht so viele Themen, echt nicht so viel, worüber wir reden können. Es ist der letzte Tag vom Event. Ich bin recht demotiviert, das ist schon fast eins. Wenn ich das Video hier hochgeladen habe und bearbeitet und alles, das ist, keine Ahnung, 2:30 oder so. Aber irgendwie konnte ich mich nicht früher motivieren, alles zu machen und rauszugehen. Aber mehr dazu morgen, da mache ich noch ein Recap, wie viel Staub, wie viel EP habe ich gemacht, Motivation, all dies, das, in dem Video morgen. Ansonsten die Themen für heute, 10.000 Abos geknackt. Nochmal danke an alle für die ganze Unterstützung und sowas. Genauere Videos dazu werden noch folgen, ein Livestream, ein 10.000 Abo Special Video und nochmal ein Dankeschön Video auf jeden Fall. Das ist jetzt nur mal kurz angesprochen. Das zweite Thema ist Prag. Wir fahren Freitag dorthin. Freitagabend schauen wir mal, was wir Freitagabend machen. Wissen wir noch nicht. Und wann wir dort ankommen und sowas. Aber Samstag werden wir wahrscheinlich in der Früh zum Zentrum fahren. Weil Savas hat ein Ticket. Endlich. Glückwunsch an ihn. Seine Leiden sind vorbei. Wird er sich anmelden, holt sich die Medaille und dann treffen wir uns da mit ein paar Leuten. Vielleicht frühstücken wir, kurz Sachen organisieren. Vielleicht treffe ich mich kurz mit Spieletrend. Mal schauen. Und dann geht's eigentlich ab zum Scan. Ah ja, in letzter Zeit wegen der Fürstenfeld Bookmap und der Purchinet dort habe ich wieder ein paar 100% Pokémon gefangen und die Fragen haben sich wieder geholfen, zwecks Maps und Avis und sowas. Und da ich der einzige YouTuber bin eigentlich, der offen und ehrlich über Maps redet, demnächst mal wieder ein neues Video über Maps, weil seit dem letzten Video sehr, sehr viele neue Abonnenten, dementsprechend für die wieder ein Video und Infos dazu. Also bleibt dran, falls nicht, schaut eines der letzten Videos an, wo ich über die Maps geredet habe, falls ihr bis dahin nicht warten könnt. Weil in Prag gibt es auch wieder eine Map mit IVs, deswegen fahren wir auch überhaupt hin, ohne Ticket. Und was wollte ich sagen? Ah ja, und was ich eigentlich sagen wollte ist, in der Früh, Samstag in der Früh, falls, ich weiß gar nicht, wer von euch alles fährt, schreibt das unten in die Kommentare, falls ihr fährt. Aber falls ihr fahrt und mich treffen wollt, beste Chance ist Samstag in der Früh beim Zentrum, bei der Anmeldung oder so. Da könnt ihr mich sehen. Können wir kurz ein paar Fotos machen, chillen und dies, das. Und danach bin ich auf Tour, den ganzen Tag. 100% Kangama. Diesmal kann ich ihn echt nicht verpassen. Wie gesagt, in der Früh haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen, Anmeldungen und sowas. Da können wir irgendwas einrichten vielleicht, aber ansonsten bin ich nur auf Tour. Das war's für heute, ein paar kurze Informationen. Erstens, man muss den Kreis nicht immer anpassen, auch wenn er ausgebrochen ist. Zweitens, Maps, IVs, demnächst mehr darüber. Drittens, Prag. Wir werden uns in der Früh sehen, falls ihr mich sehen wollt. Ansonsten bin ich nur auf Tour.
Viertens, 10.000 Abos. Mehr dazu demnächst. Aber auf jeden Fall fettes Dankeschön an alle. Ihr seid echt super saftig. Ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.